Ja. Verdammt still hier auch. Also eigentlich direkt hinter dieser Hütte müsste es weitergehen, aber ich glaube, wir kommen von der falschen Seite. Lass ich doch da runterspringen. Also doch, also wir müssen, glaube ich, genau da lang, wo wir vorhin sowieso schon waren. Also wo wir auf dieser Eisfläche waren, da waren wir schon richtig. Oh, gut, dass es hier einen Fallschirm gibt. Oh Mann. Oh. Kriegt jedes Mal ein leicht flaues Gefühl, wenn ich irgendwo runterspringe. Aber passiert ja nichts. Oh, da hinten ist noch so ein Insekt. Wie langsam die Kugel noch fliegt. Uah. Spider in. Na komm. So ein Mini-Vieh spiel ich ja. Uah. Aber die sterben nur so. Ach ja, wenn man die hinten an diesem roten Dingser trifft, dann. Uah, kritisch. Also zwei. Ich weiß noch, wie ich damals Borderlands alleine gespielt habe. Das war ein Problem, weil da hast du ja keinen, der diese Viecher von hinten ablenken kann. Ein Elend. Komm ich hier rüber? Klar komm ich hier rüber. Das Spiel will es so. Ja, da oben müssten wir rein, diesen Eisschädel, aber... Ich sehe gerade noch nicht, wie wir da hinkommen. Was? Da ist bei deinem Arbeiter. Der ist hinüber. Schon lange nicht mehr gelevelt, fällt mir dabei auf. Wir haben erst ein halbes Level gemacht mit unserer Aktion hier. Oh, ganz schön lange. Ja. Naja, gut, wir haben auch keine Missionen erfüllt oder so. Und vor allem. Ach nee, ich bin so ganz cool. Wir kämpfen hier gegen Level 9 Gegner. Aber dafür sind die trotzdem ganz schön hartnäckig. Ich glaube, wir haben einfach scheiß Waffen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass wir bei Captain. Level 9 Gegner so, doch so lange brauchen. Ja, jetzt sind wir hier einmal. Hä? Wo müssen wir denn? Hier hoch? Kann es sein, dass das da oben so eine Brücke ist? Na, da waren wir doch gerade auf diesem Metallgebäude da. Aber wir müssten halt hier irgendwie hoch an irgendeiner Stelle. Also wir müssen ja da oben dieses riesengroße Skelett ran. Aber war hier nicht irgendwo in der Nähe noch ein Laden? Ich würde auch gerne mal wieder was verticken. Ja, genau. Das ist das einzige Gute, dass wir gerade im Kreis gelaufen sind. Wir sind wieder bei dem Shops. Die waren noch hier irgendwo. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Falsch. Schätzung. Oh, hier ist ein Reisepunkt. Ach, jetzt war ich wieder ganz am Anfang. Tief verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Oh, SMG-Schussschaden, SMG-Genauigkeit. Das ist ja doof. Cat Class, nö, die möchte ich nicht. Das Ding können wir weg. Bin ich mal unsicher. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. Ist natürlich eine nette Eigenschaft für irgendeine Waffe. Hm, ja, gut. Man sieht sich. Ja, genau, Automat. Wir sehen uns. Natürlich werden wir uns sehen. 13 Schuss nur? Da bringt das ja Feuer so schnell, wie du abdrücken kannst, gar nichts. Lächerliche Waffe. Ja, super. Ich glaube, ich nicht mal besonders präzise. Nee. Botswaffe brauche ich nicht. Ich will meine Pistole wieder zurückhaben. So, jetzt. Ja, warte mal. Ich gucke mir mal den Weg an. Vielleicht finde ich ja spontan noch was. Gegner dürften hier keine mehr sein. Ja. Ne? Komisch. Ja, irgendwie muss es doch da hochgehen. Dachte ich zumindest. Vor allem, wir haben auch erst 3 von 7 dieser Schilder gefunden. Das heißt, es gibt noch, naja, 4 andere Schilder, die wir noch nicht gefunden haben. Wir müssen ja theoretisch... Ach, jetzt habe ich ja die Knifte, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt. Ich bin werde doch gerade ein bisschen stiller, weil ich gerade kurz überlege. Hä, wir müssten doch eigentlich... Ach so. Also wir müssen, glaube ich, hinten wieder die große Treppe hoch. Das war schon ganz richtig.
Und irgendwie hier muss es lang gehen. Also die, zumindest die... Unter, warte mal, unter diesem Gerüst ist doch noch eine gute Waffenkiste. Haha! Oh, was Blaues. Aber eine blaue Schrotflinte. Nur Schroten. Ich nehme mir die grüne Schrotflinte aus Verkaufsgründen mit. Und du dir anscheinend die blaue, wenn ich das richtig gehört habe. Jo. Ach, naja. So, eigentlich... Also laut Karte sieht es so aus, als könnte man hier irgendwie hoch... Boah. Das sieht immer wieder episch aus, wenn man gegen das Licht rennt. Also laut Karte sah es so aus, als könnte man irgendwo an dieser Stelle hier den Berg hochkraxeln. Sag mir bitte nicht, dass die Felswand hier nicht so aussieht, als könnte man da irgendwie hochkraxeln. Hä? Warte mal. Meine Alternativroute? Nee, da unten waren wir doch schon. Ja, wie jetzt? Ich raff's nicht. Hä? Ja. Hast du welche tollen, schlauen Ideen noch für diesen Fall? Vielleicht ganz anders. Ja, lauf mal vor. Na, lauf mal vor, wie du denkst. Na, nirgendwo lang. Na, halt da unten, wo wir gerade waren, da ist sich nur irgendwie so ein bisschen was, aber... Hey. Und ich meine, hier unten war ja nicht auch noch irgendwie ein unterirdischer Tunnel, oder? Also, hier. Ich hab erst gedacht, unter dem Gerüst, aber da ist ja auch nichts. Okay. Wir waren noch vorhin hier unten und haben die Typen umgelegt. Ne, hier sind auch nur schwarze Löcher. Ich hätte jetzt kurz, also ich hätte jetzt kurz die Theorie gehabt, dass man irgendwie unter der Erde hier lang kann, aber... Dem war ja offensichtlich nicht so. Versuchst du gerade den Berg hier hochzuspringen? Ah, du hast noch was gefunden? Naja, gut, 3 Gold. Geld. Credits! Kein Gold. Ja. Ist ja toll, dass wir gerade nicht müssen. Aber. Also, wir müssen ja weiter. Ich glaube, das ist sogar die Hauptmission, die wir gerade tun. Da sollte man ja irgendwie mal ein bisschen weiterkommen. Wir unten jetzt ist hier schon seit 8. Ja, wir unten jetzt schon seit 8 Minuten rum. Und ich sehe auch, wo es weitergeht. Und zwar. Wir müssen quasi. Von hier aus. Siehst du da die. Das, da oben müssen wir hin. Irgendwie. Aber. Na toll. Warte mal, vielleicht. Und rüberspringen? Über die Entfernung? Sehe ich nicht. Wir müssen ja halt. Dahin. Aber hier runter zu springen erscheint mir auch nicht gerade besonders. Ich probier's mal kurz, kannst hier oben bleiben. Ob man hier irgendwie seitlich am Stein hoch kann. Ja, die Felsen sehen eher abweisend aus. Oder was sehen wir hier gerade, was total offensichtlich ist? Ja, hm. Hä? Warte mal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich habe hier gerade so einen Tunnel entdeckt. Der hätte alle unsere Probleme sofort gelöst. Sofort. Ja, absolut sofort, aber... Ich sehe auch nicht, dass man hier, dass wir hier irgendwo hochgekraxelt kommen. Ja, da hinten sehe ich auch eine Kiste. Ist ja schön. Ich bin jetzt echt nah dran, das zu googeln. Was da ist? Keine Idee mehr. Was ist denn das da eigentlich für ein rundes Schalterding noch neben dir? Also so, da ist so eine Kabeltrommel. Hat die was zu bedeuten? Ja, ich habe auch schon irgendwas angeklickt, aber... Passiert nichts. Na geil. Ja, ne? Hat sich dieser dumme Firehawk da tatsächlich so versteckt, dass wir ihn nicht kriegen? Das ist ja... Jetzt ärgerlich, sag ich mal. Ich auch nicht. Ja, haben wir nicht... Warte mal, was ist denn das da hinten von der Metallwand? Wahrscheinlich nichts, aber... In der Not gucke ich mir mal alles mal an. Etwas näher von mir aus auch. Irgendwas aktivieren?
Ich weiß es nicht. Also. Hier habe ich einen Speicherpunkt gefunden, ist ja schon mal toll. Aber hier kann man ja auch nichts machen. Hier unten dieser Tropfstein. Wir sind vorhin einfach mal kurz durchgelaufen, haben ein paar Typen erschossen und sind wieder abgehauen. Naja, hier ist auch nichts. Ich glaube, wir sind irgendwie in einer falschen Reihenfolge lang gelaufen. Dann haben wir irgendwie was. Den offensichtlichen Weg übersehen. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Ja, wir müssen ja irgendwie höher kommen. Ja. Ich hatte gerade den tollen Ansatz, einfach irgendwie erstmal tiefer zu kommen und dann irgendwie einen Weg, aber. Nee. Oh, was denn? Ja. Komm mal her, zu mir. Ich komme, ich bin durch Zufall ganz in der Nähe. Nee, ich bin über dir. Unter dir. Was hast du denn da gefunden? Warte. Gegner habe ich erstmal gefunden. Hallo Gegner. Warum sind hier so viele davon? Seid doch alle still. Also ich habe Gegner gefunden. Was hast du gefunden? Wo kommen die denn alle her auf einmal? Kommst du von der anderen Seite von oben? Oh, meine neue Waffe ist gar nicht schlecht. Du machst anscheinend woanders Party. Was, du Hure? Nimm dies. Und hold. Ja, ich würde ja gerne zu dir kommen, aber ich habe irgendwie... Ja, ich habe gerade einen Bereich entdeckt, wo wir noch nicht waren. Ich habe auch gerade so ein... Nee. Ich habe auch gerade einen Bereich entdeckt, wo wir nicht waren. Ja, ich denke mal, einer von den beiden Bereichen wird doch richtig sein. Ja, ich glaube, ich lasse die ganzen Gegner mal... Du bist da oben. Ich habe mich gerade als Käsekuchen bezeichnet. Soll mir das Angst machen, oder? Auch nicht schlecht. Wie komme ich denn jetzt am schönsten zu dir hoch? Da lang? Wie könnten wir denn diesen Bereich übersehen? Ja, weiß ich nicht. Noch ein Camper. Noch ein Camp entdeckt. Das ist irgendwie ganz schön groß. Ja. Den hatten wir schon. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg zu dir. Aber von ganz schön ausdauernd meine Sirene hier. Bist du jetzt schon wieder runtergesprungen? Nee, ich bin noch oben. Ach, ich war gerade da. Ja, ich hoffe mal, das ist dann irgendwie mal zielführend. Warte, ich glaube, ich bin ein Stück entgegen. Ah, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Nein. Ich muss hochlaufen, da wo wir die ganze Zeit waren. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade falsch abgebogen. Deswegen. Muss wieder zurück. Mann. Was ist ein Elend? Oh, mies. Und es wird mittlerweile auch Nacht. So lange rennen wir ja schon rum. Da müsste ich, glaube ich, hoch. Kam ich hier nicht gerade her? Na toll, kaum wird es ein bisschen komplizierter, schon bin ich überfordert. Ja. Schön. Ich laufe nochmal neu an. Ja, sehr klug von mir, den explosiven Gastank auf meiner wilden Flucht hier anzuschießen. Oder waren wir ja doch schon. Die Gegner sind ja bloß schon wieder so lange rumlaufen, dass wieder respawned. Also ich auch nicht. Ach Mann, ey. Also hier hängen auch lauter so eine komischen Leichen, die wir so entdecken sollten. Ich glaube, das war schon der richtige Weg hier. Was? Ich kann es mir ab. Okay, hier waren vorhin keine Gegner. Bin noch nicht da. Nee, ich bin doch gerade komplett falsch gelaufen. Ich muss ja nochmal neu laufen. Aber ich glaube, ich nähere mich gerade rasant dem Punkt, den es zu entdecken galt. Okay. Zum Angriff, Jungs. Du denkst, der Firehawk hat Roland, was? Ich hörte, der Firehawk verflüssigt Banditen und trinkt sie wie Fleischsmoothies. Aber nein, bestimmt geht es deinem Kumpel Roland gut. Naja, wenn Roland gar nicht erst so ein Vollidiot gewesen wäre, würde er... ups, fast hätte ich mein Geheimnis verraten. Also ich bin jetzt auf der anderen Seite, da wo es richtig ist. Wo bist du? Nicht. Ja, ich sehe dich da hinten auf der anderen Seite, aber... Ja, guck mal hinter dir.
Ja, genau, ja, ich weiß, dass in der Na, da war so eine Höhle. Also, die Höhle war schon richtig. Da war sogar ein gut sichtbarer Leuchtmarkierpfeil. Warte, ich lauf dir mal entgegen. Am besten du läufst da runter und dann.